Cardano tradete bis vor wenigen Tagen nur knapp oberhalb eines Dollars. Und ich habe hier auf meinem Kanal immer und immer wieder gesagt, Leute, ich bin ultra bullish auf Cardano. In den Kommentaren hieß es, du bist weitaus zu bullish für Cardano und wir werden jetzt bald einen heftigen Rücksetzer sehen. In der Zwischenzeit tradet Cardano hier oberhalb 2 Dollar. Und jetzt ist natürlich die Frage, was können wir in den nächsten Tagen vom Cardano-Preis erwarten? Let's go! Alles klar, Leute. Dann würde ich sagen, wir starten direkt erstmal in das neue Cardano-Video. Denn Leute, wie ihr wisst, wir haben es hier in diesem letzten Video besprochen. Für alle, die übrigens jetzt neu auf diesen Kanal stoßen, natürlich sehr, sehr gerne diesem Video gleich mal ein Like geben, gerne natürlich den Kanal abonnieren. Dann wirst du solche Informationen zukünftig nicht mehr verpassen. Aber jetzt ganz kurz zurück. Wir haben in diesem Video hier vor einem Tag bzw. vor 2 Tagen darüber gesprochen, was jetzt bei Cardano ansteht, was meine nächsten Targets sind, wo ich meine Position, also Long-Position öffne, wo ich sie das erste Mal schließe, wo wir abprallen könnten, wie man strategisch im Endeffekt am besten hier vorgehen kann. Das kam, wie gesagt, sehr, sehr gut an. Für alle, die es noch nicht gesehen haben, einfach mal hier dieses Video anschauen. Und wir haben in diesem Video ja auch hier besprochen, wie hoch, sage ich mal, die Investitionen auf Ethereum von DApps sind. Okay, und ihr seht das Ganze hier auf DeFi Pulse, das haben wir besprochen, hier 81, knapp 82 Milliarden. Mittlerweile ist schon wieder ein bisschen was dazugekommen. Aber was ich ganz, ganz Wichtiges im letzten Video vergessen habe zu erwähnen, Leute, und das Ganze habe ich auch nicht in meinem Artikel mit aufgenommen, habe ich komplett vergessen, und zwar, es geht ja nicht nur um das Alonso Update, was jetzt im Endeffekt auf Cardano bald gelauncht wird. Also wir werden heute oder morgen, wird Charles Hoskin das Ganze bekannt geben, wann denn der Release Day ist, wann das Ganze wirklich online geht. Was ich aber noch viel interessanter finde oder nebenbei noch sehr interessant finde, ist, dass ja Cardano nochmal zusätzlich einen Ethereum-Converter mit integriert hat. Das bedeutet also, dass hier ein Großteil dieser DApps, die jetzt vielleicht kein Interesse mehr haben, auf Ethereum liegen zu bleiben, sondern aus gewissen Gründen zu Cardano rüberziehen möchten, das Ganze relativ easy mit dem Converter auch noch machen können. Das heißt also, insgesamt wird das Ganze sehr groß, meiner Meinung nach. Das hat, ihr wisst es hat unglaublich viel Potenzial. Also gerade Cardano. Cardano wird meiner Meinung nach auf jeden Fall die Welt verändern, was das angeht. Aber jetzt schauen wir, würde ich sagen, direkt mal kurz aufs Chart. Bevor wir das machen, ihr wisst, Leute, ich habe es ja in diesem Video hier gesagt. Schaut mal, wir haben exakt hier unsere Targets ja erreicht. Und ich habe auch gesagt, Leute, macht keine Long-Position auf. Es kann gut sein, dass wir hier nochmal so einen kleinen Rücksetzer bekommen, bevor wir dann versuchen, hier in den großen Widerstand des Fibonacci-Retracement hier im Endeffekt einzudringen. So, und jetzt schauen wir mal, was denn seitdem passiert ist. Und exakt das, was ich gesagt habe, ist exakt so eingetreten, Leute. Wir sind hier dagegen gelaufen bei 1,89. Hier wurde meine erste Long-Position geschlossen. Und man hat dann die Möglichkeit, hier im Endeffekt die nächste Long-Position, wir werden nochmal einen kleinen Pullback bekommen, also einen kleinen Rücksetzer bekommen, bevor es dann weiter nach oben geht. Dann würde ich eventuell eine Position aufmachen oder zumindest diesen Bereich hier nutzen, um im Endeffekt zu akkumulieren. So, ich habe eine Limit-Order gesetzt bei 1, lasst mich nochmal ganz kurz schauen, hier bei 1,64, ja knapp 1,65. Leider wurde diese Position nicht gefüllt. Das heißt, ich stehe jetzt gerade auch an der Seitenlinie. Ich meine, klar, man hat im Hodling-Portfolio noch einiges an Cardano. Die wachsen ja natürlich trotzdem. Shorten würde ich das Ganze auf keinen Fall. Was ich jetzt persönlich machen würde oder warte, ich warte jetzt im Endeffekt darauf, dass wir hier so ein kleines Breakout bekommen, das Ganze oberhalb bestätigen und dann im Endeffekt weiter aufbauen. Dann werde ich hier meine nächste Position so circa bei 2,13 $, 2,14 $ eröffnen. Aber ich möchte dir jetzt Folgendes zeigen. Denn ihr wisst es, wie gesagt, Charles Hoskin wird das Ganze heute bekannt geben. Und ich bin weiterhin natürlich extrem bullish auf Cardano. Ich glaube nicht, dass wir hier nochmal einen heftigen Rücksetzer bis in die 1,40 bekommen. Untermauern möchte ich das Ganze eigentlich auch nur mit CoinMarketCap. Wenn wir hier jetzt mal in die Top 10 schauen, ihr seht, wir sind bis hier Top 10, 21% in 7 Tagen, 15%. 38%, 41% und dann sticht hier eins ganz klar raus, und zwar Cardano. Cardano hat in den letzten 7 Tagen 50% hinzugelegt und auch hier das Marktkapital wächst deutlich. Wenn wir uns jetzt einfach mal anschauen im Vergleich, aktuell auf Ethereum liegen sämtliche Smart Contracts, die ganzen DApps, und Ethereum ist jetzt mit 380 Milliarden bewertet. So, wir haben hier gerade mal 65 Milliarden, das würde bedeuten circa mal 6 mal 7
von hier aus, damit wir auf den Preis von Ethereum kommen. Und wir sind hier gerade mal bei 2 Dollar und hier stehen wir bei 3200 Dollar. Ich weiß, klar, natürlich Ethereum jetzt gerade auch mit dem London Hard Fork Update auch natürlich mega, mega bullish. Ich denke auch bis Ende des Jahres könnten wir hier die 10.000 pro Ethereum auf jeden Fall sehen. Guckt gerne da dazu für alle, die jetzt neu dazu gekommen sind. Gerne natürlich auch diesem Video ein Like geben und was mich viel mehr interessiert, sagt mir mal, schreibt mir mal in die Kommentare, was glaubt ihr, was sehen wir bis Ende diesen Jahres, nicht Ende des Bullruns, sondern Ende diesen Jahres, wo glaubt ihr, wird Cardano pro Token stehen? Aber jetzt nochmal ganz kurz hier zurück, ihr könnt hier natürlich auf dem Blog mal das Ganze über Cardano durchlesen, aber natürlich auch hier zum Ethereum Hardfork oder zum London Hardfork, zu dem Update, auch sehr, sehr interessant, aber wie gesagt, Leute, hier Cardano sticht meiner Meinung nach ganz klar raus. Das Potenzial ist natürlich weiterhin da. Ich glaube auch weiterhin, dass wir bis Ende des Jahres die 5 Dollar pro Cardano Token definitiv knacken werden. Wir werden natürlich schauen, wie das Ganze sich der Kryptomarkt jetzt weiterentwickelt. Aber es sieht alles sehr, sehr bullish aus. Ich würde jetzt gerne mal ganz kurz etwas zurückgehen. Und dazu gehe ich in den Daily-Bereich und schaue nochmal, ob ich das vielleicht hier jetzt gerade finde. Weil eingezeichnet habe ich das Ganze noch nicht. Okay, nee, können wir so nicht machen. Bin ich ein bisschen schlecht vorbereitet. Ich komme gerade von der Arbeit. Ich habe das Ganze jetzt relativ spontan gemacht. Es wird aber noch mal ein Update-Video hierzu geben, wo ich euch noch was sehr Signifikantes zeigen möchte. Da hatten wir im Endeffekt hier was Ähnliches, was wir gerade hier haben. Und dann hat man im Endeffekt gesehen, also ich, wie gesagt, ein bisschen schlecht vorbereitet jetzt, aber ihr seht, eigentlich war das hier auch ein Fibonacci-Retracement und wir hatten dann diesen massiven Bullrun, nachdem wir das durchbrochen haben, was jetzt im Endeffekt bei uns gerade dieser Bereich ist. Sobald wir diesen Bereich hier durchbrechen, dann glaube ich, dass wir relativ schnell 3, 4, 5 Dollar pro Token sehen werden, aber hierzu kann ich natürlich gerne nochmal ein separates Video machen, wo wir hier wirklich auf die Charts eingehen. Jetzt möchte ich dir eigentlich nur Folgendes sagen, weil ich doch viele Nachrichten bekommen habe, hey, wie sollen wir es jetzt machen? Sollten wir jetzt vielleicht hier Cardano anfangen zu shorten? Kann sein, dass mit der Veröffentlichung, wann genau das Datum ist, erstmal wieder hier die Institutionen den Preis runterdrücken, damit sie sich positionieren können. Oder sollen wir jetzt schon eine Long-Position aufmachen? Wie geht man am besten vor? Ich habe es in meinem letzten Video gesagt, Leute, nutzt einfach diese Phasen, alles unter 2 Dollar bzw. bis zum All-Time-High, nutzt diese Phasen für zum Akkumulieren. Das heißt einfach, wirklich das Hodling-Portfolio aufzubauen. Denn ich denke, sobald wir mal hier über die 2,50 definitiv durch sind, dann wird Cardano die 2,50 noch nicht mehr so schnell sehen. Und wenn Cardano irgendwann mal bei 15, 25 oder 30 Dollar pro Token steht, dann wirst du es bereuen, dass du es nicht unter 2 gemacht hast. Deshalb sage ich ja immer, Leute, zwischen diesem Bereich, zwischen den 1,20 hier und den 2,50, das ist für mich alles noch Accumulation-Phase im Endeffekt. Hier kann man wirklich nochmal schön das Portfolio aufbauen, dass man da einfach einiges hält an Token. Und sobald wir dann hier wirklich signifikant ausbrechen, das Ganze oberhalb bestätigen, dann gehe ich ganz klar davon aus, Leute, dass wir hier einen massiven, massiven Bullrun sehen und dann macht es auch Sinn, hier definitiv eine Long-Position wieder aufzumachen. Aber bis dahin wäre ich auf jeden Fall nicht vorsichtig, ich wäre noch ein bisschen zurückhaltend, dann wie gesagt, wenn du was im Portfolio hast, dann verdienst du ja jetzt trotzdem, dein Investment steigt ja hier trotzdem, nur shorten würde ich das Ganze jetzt definitiv erstmal nicht. Okay, alles klar, dann soll es das jetzt erstmal gewesen sein, war wieder mal ein ganz, ganz kurzes Update. Was wir vielleicht nochmal ganz kurz hinhängen können, wir schauen nochmal ganz kurz einen Blick hier auf das Bitcoin-Chart. Bitcoin ist natürlich ausschlaggebend für uns, aber auch hier sieht das Ganze wirklich sehr, sehr gut aus. Bitcoin ist hier auch kurz davor, dass wir die 46,7 nach oben hin durchbrechen. Ich glaube nicht, dass wir hier jetzt nochmal im Endeffekt runterfallen bis in diesen wichtigen Bereich, oder was jetzt ja im Endeffekt dann Support ist, was ja ein sehr, sehr großer Widerstandsbereich war. Ich glaube nicht, dass wir hier zurückfallen. Ich glaube eher, dass wir hier jetzt langsam aufbauen. Es kann natürlich sein, dass wir hier noch ein bisschen konsolidieren, um einfach hier auch vielleicht doch nochmal gerade gewisse Hodling-Portfolios hier aufzufüllen. Und dann wird das Ganze auf jeden Fall straight nach oben gehen. Aber wie gesagt, das Ganze ist meine persönliche Meinung, das Ganze ist wieder mal keine Anlagen- oder Finanzberatung, deshalb natürlich, egal was du tust, immer nochmal selbst recherchieren. Okay, Leute, alles klar, dann soll es das jetzt erstmal soweit gewesen sein. Wie gesagt, ganz kurzes Update-Video, wenn es dir gefallen hat und ihr solche kurzen Videos sehen wollt oder mehr haben wollt, zeigt es mir, gebt mir ein Like nach oben und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, ciao.